Hallo und herzlich willkommen, liebe Magenta Sportfans. Heute im Interview zu Gast den U20-Nationaltrainer Tobias Abstreiter. Servus, Tobi. Servus, hallo, servus, Patrick. Hallo, liebe Magenta Sport-Zuschauer. Tobi, erste Frage. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Wo bist du denn gerade? Ja, ich bin jetzt gerade zu Hause in Landshut. Wir sind am 4. Januar wieder zurückgekommen abends, sind in München gelandet und ja, waren doch eine ganz schöne Zeit unterwegs, aber jetzt geht schon langsam wieder, ja, ich sage jetzt mal, im Alltag entgegen. Wie hast denn du speziell diese Zeit für dich erlebt? Denn ihr wart ja alle in Quarantäne, sollte ja eigentlich alles okay sein und dann kommt die Schocknachricht, einige von deinen Jungs sind positiv. Wie hast du das aufgenommen? Ja, es war auch wirklich ein Schock. Also man muss wirklich sagen, also eigentlich nach der Woche in Füssen haben wir gedacht, jetzt sollte alles in trockenen Tüchern sein. Wir haben uns auch so verhalten, wie es von uns erwartet wurde. Es wurde auch keinerlei Vorwürfe seitens der IHF gemacht und die haben uns das auch nochmal bestätigt, dass wir uns wirklich als DEB-Delegation keine Vorwürfe zu machen haben und es war einfach eine nicht kontrollierbare Situation der Pandemie. So war das Ganze, als wir dann in Edmonton angekommen sind. Am 13. Abend sind wir dann in die Quarantäne rein. Zuerst haben wir gedacht, bis 18. dann kommen wir raus und können wir mit unserer normalen WM-Vorbereitung weitermachen, wie alle anderen Mannschaften auch. Nur, ja, sind dann eben, wie gesagt, leider ein paar positive Fälle aufgetreten. Und wir mussten zuerst hat es geheißen bis 21.12. Dann sind nochmal Fälle aufgetreten. Dann wurde die ganze Quarantänezeit nochmal verlängert bis 24.12. Ja, und somit mussten wir ewig lang in der Quarantäne bleiben und haben eben versucht, in dieser Zeit eben das Beste draus zu machen. Und ich denke mir, das war zwar eine schwierige Zeit, aber es war eine sehr wichtige Zeit, weil die Mannschaft das auch nochmal bestätigt hat, dass sie da in dieser Zeit nochmal wirklich enger zusammengerückt sind und dass der Teamgeist speziell in der Quarantänezeit nochmal gestärkt wurde. Dann ging es ja glücklicherweise doch irgendwann los, sage ich mal, mit einem Mini-Aufgebot mit sehr wenig Training. Geht es dann also hinein in diese WM-Start gegen Finnland? 3-5 hieß es dann am Ende. Wie zufrieden warst du mit deinem Team und wie war das für dich eigentlich? Wie bist du damit umgegangen, mit so wenig Jungs auf dem Eis? Ich sage mal, eine vernünftige Truppe gegen Finnland aufs Eis zu bringen? Ja, also erstmals waren wir als Trainer wirklich darauf konzentriert, dass wir das Training am Anfang, als wir am 24. rausgekommen sind, so gut wie möglich gestalten und dass wir eben da nicht die Jungs zu sehr belasten. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber zugleich mussten wir natürlich auch einige Sachen trainieren, Systemsachen trainieren. Wir haben dann auch am 24., als wir rausgekommen sind, ein paar Sachen im System nochmal umgestellt, aufgrund der Mannschaftsstärke, der Spielerstärke. Und das mussten wir einfach am 24. trainieren. Und gleichzeitig, wie gesagt, haben wir aufpassen müssen, dass wir die Jungs nicht an die Wand fahren. Und von daher war ich sehr, sehr froh nach dem Spiel gegen Finnland, weil wir ja eben gut gespielt haben. Weil wir einige gute Sachen im Spiel gesehen haben, weil wir auch gegen eine gute finnische Mannschaft mithalten konnten und auch, das war ein Spiel, auf dem man wirklich aufbauen konnte. Warst du denn überrascht von deiner Mannschaft, dass es am Ende nur 3-5 hieß, aufgrund dieser ganzen Voraussetzungen? Ich glaube schon, ja, dass das irgendwo eine kleine Überraschung war, ja, weil man muss sich ja vorstellen, wir haben am 12. Dezember das letzte Mal trainiert, waren 11 Tage nicht auf dem Eis. Also das ist normalerweise auf dem internationalen Level ist das kaum vorstellbar. Und dann, wie gesagt, noch mit 14 Spielern, mit 14 Feldspielern, da konnte man eigentlich nicht davon ausgehen, dass es wirklich
gut verläuft das Spiel gegen Finnland, aber das haben die Jungs wirklich, also im ersten Spiel auch sehr, sehr gut gemacht. Und ja, wir waren nach dem Spiel wirklich froh, dass es so ausging. Dann hat man also dieses erste Spiel hinter sich gebracht gegen Finnland, zwar knapp verloren, aber doch mit einigen positiven Aspekten ist man da rausgegangen. Dann nächster Tag, nächstes Spiel gegen Kanada. 2-16 hieß es am Ende. Ja, wie war denn das für dich an der Bande? Ja, sagen wir mal so, also erste Drittel war eigentlich noch in Ordnung. Ja, das 4-1 war dann ein bisschen verwirrend eben. Das mit der, die Unstimmigkeiten mit der Uhr. Das war, wie gesagt, das war ein bisschen verwirrend, weil es auch vor Drittelende war. Aber dann ja, irgendwann ab dem zweiten Drittel haben wir uns bloß gedacht, wir Trainer, ja, das nimmt gar kein Ende und wir haben nichts Positives gesehen und die Kanadier haben uns überfahren und ja, wir haben dringend nach einer Tankstelle gesucht. Wir waren alle im roten Bereich auf Reserve, aber es ist leider keine gekommen. Du hast es auch angesprochen, für uns auch im Studio war das eine sehr kuriose Szene mit diesem 4-1-Treffer für Kanada. Auf der Uhr bei uns war eben zu sehen, dass die Scheibe vor Ablauf der Zeit eben nicht über der Linie war. Wie wurde das Ganze denn aufgeklärt euch gegenüber? Also zuerst wurde es so aufgeklärt an der Bande, weil ich den Schiedsrichter extra nochmal gefragt habe. Dann hat er gesagt, ja, diese Zeit von Fernsehen, also sprich die TSN-Zeit und die IHF-Zeit hat nicht übereinstimmt, nicht synchronisiert und die sind eben nicht nach der TSN-Zeit gegangen, sondern nach der IHF-Zeit und das war eben ja da der Unterschied, dass es da um 0,4 Zehntel da irgendwo Zeitverschiebung gab oder Zeitunterschiede gab. Klar, am Ende bei 2-16 ist es vielleicht dann nicht so spielentscheidend, aber nach der Partie wurde das dann irgendwie nochmal offiziell auch durch vielleicht einen IHF-Mitarbeiter euch erklärt bzw. aufgelöst? Ja, das wurde uns erst erklärt, also sogar nach dem ersten Drittel hat mir das der IHF-Supervisor erklärt nochmal. Aber abends nach dem Spiel hat man sich eben nochmal zusammengesessen und hat dann eben entschieden, ja, dass die TSN-Zeit eben dann gültig ist, weil ja eben dann auch so viele Zuschauer verwirrt werden. Ja. Man musste eine Zeit finden und ich glaube, das war dann auch die richtige Entscheidung. Schade, das war es halt, dass das erst dann am Abend nach dem Spiel passiert ist. Aber gut, für die zukünftigen Spiele war das dann ausschlaggebend, dass die TSN-Zeit eben da die richtige ist. Das hieß, rückblickend, bei eurem Spiel gegen Kanada galt quasi noch die IHF-Zeit und im Nachgang wurde es dann offiziell geändert auf die TSN-TV-Zeit, dass in Zukunft nur noch diese Zeit genommen wird. Ist das so richtig? Richtig, ja. Ja, man lernt nie aus, sagen wir mal so. Genau. Tobi, dann war also dieses Spiel in the books, 2-16. Unsere Frage im Studio war dann, aus Trainersicht, wie baut man die Mannschaft nach so einer deftigen Niederlage wieder auf? Weil, man muss ja dazu sagen, auch da hatte man immer noch die Chance aufs Viertelfinale. Also das Turnier war ja nicht zu Ende, sondern da muss man ja mental brutal an die Jungs rangehen, oder? Ja, da waren mehrere Punkte, die da, glaube ich, wichtig waren. Also zum ersten Mal war es wichtig, dass man ja nicht allzu sehr negativ wird. Ja. Also ich meine, das Ergebnis hat für sich gesprochen. Ich glaube, jeder der Jungs hat die Realität vor Augen gehabt und hat gesagt, es war ganz klar ein schlechtes Spiel. Aber man, wie gesagt, wir durften da nicht zu sehr zu negativ werden und nur auf die Jungs draufhauen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen die negativen Sachen aus dem Spiel rausholen, die ganz objektiv analysieren, ansprechen. Aber gleichzeitig war es dann auch wichtig, dass wir auch mental frisch wurden und auch, dass die Beine wieder frisch wurden. Das war ganz, ganz wichtige Zeit, glaube ich, nach dem Kanada-Spiel.
Ja, und da war dann das Hauptaugenmerk eben darin, dass im mentalen Bereich eben gearbeitet wurde, dann auch kurz auf dem Eis und im Regenerationsbereich. Und dann waren wir auch, glaube ich, nach dem Spieltag oder beziehungsweise an dem spielfreien Tag wieder bereit für die kommenden Aufgaben. Und das kommende Spiel gegen Slowakei war ja dann auch ein sehr wichtiges, das dann auch gut geklappt hat. Und du sagst das, gute Aufarbeitung, vor allem im mentalen Bereich, denn das nächste Spiel gegen die Slowakei, 4-3 gewann man nach Overtime. Somit war die Tür immer noch offen fürs Viertelfinale. Wie hast du es geschafft, beziehungsweise ihr als Trainerteam, die Jungs so aufzubauen, dass man 4-3 gegen Slowakei im Overtime gewinnen konnte? Ja, Mann, du musst da eben, also gerade dann in der Phase, den Jungs wieder Vertrauen geben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie sehen, okay, das waren die Punkte, das war das im Spiel gefehlt hat, die Punkte müssen wir im neuen Spiel oder in der Zukunft wieder mit reinbringen. Und ich glaube, das war dann eben ganz wichtig für die Jungs, dass sie eben gesehen haben und gespürt haben, wir spielen gut, wir sind auf einem guten Weg. Und wir lassen uns durch nichts, durch keine Hindernisse vom Weg abbringen. Meinst du, im Nachgang dieser Overtime-Sieg gegen die Slowakei war ein sehr, sehr spezieller Moment für euch als Team und hat euch auch nochmal für die nächsten Spiele enorm gepusht? Würde ich schon sagen, ja, weil wir haben das auch erwähnt, dass wir als gute Mannschaft, wir waren überzeugt von unserer Mannschaft und als gute Mannschaft, erwarten wir da auch eine dementsprechende Antwort auf das Kanada-Spiel. Und das haben die Jungs wirklich gemacht und in allen Belangen das bestätigt, dass sie eine gute Mannschaft sind. Und ich denke mal, ja, eben, es hat ja immer in der Vergangenheit auch Mannschaften gegeben, die durch dick und dünn durchgegangen sind. Das war eben gerade eine schwierige Zeit nach dem Kanada-Spiel. Aber wie gesagt, die haben sich da nicht von ihrem Weg abbringen lassen und haben das Hindernis überwunden und das in sehr, sehr erfreulichen Art und Weise. Ja, Tobi, und dann kam es zum Final Showdown gegen die Schweiz. Kennt man sich natürlich auch in- und auswendig über viele Testspiele und jahrelange Freundschaftsspiele hinweg. 5-4 hieß es am Ende. Man hat zum ersten Mal überhaupt hat eine U20-Nationalmannschaft das Viertelfinale erreicht bei einer Weltmeisterschaft. Wie hast du das Spiel gesehen und wie groß war die Freude nach dieser Partie gegen die Schweiz? Ja, das Spiel war eigentlich über weite Strecken sehr, sehr gut. Wir waren ja dann auch im dritten Drittel sind wir dann 4-0 in Führung gegangen, dass dann irgendwann auch die Schweizer mal zurückkommen und das war uns klar. Und wir haben das auch der Mannschaft gesagt, dass wir unseren Weg weitergehen müssen und da weiter marschieren müssen, dass wir den Schweizern ja mehr oder weniger nicht die Hand reichen, dass sie wieder aufstehen. Aber die Schweizer sind dann 4-1 und 4-2 rangekommen. Wir haben uns da nicht beirren lassen. Ich glaube, wir sind auch ruhig geblieben. Aber nach dem 5-2 ist dann eben so eine Situation entstanden. Da haben wir uns dann das Leben selber ein bisschen schwer gemacht. Das war dann nochmal wackelig und sehr, sehr spannend bis zum Schluss, weil die Schweizer nochmal ganz, ganz stark aufgekommen sind und hatten auch nochmal gute Chancen am Schluss. Wir waren wirklich wahnsinnig froh, aber auch stolz auf die Mannschaft, dass sie wirklich das jetzt geschafft haben, das Viertelfinale zu erreichen. Und Tobi, kurzer Einblick vielleicht in die Kabine nach diesem historischen Sieg gegen die Schweiz. Wie ging es denn da ab? Kannst du uns da noch ein paar Szenen erklären, wie es da losging? Ja, ich glaube, dass der Riesenfreude da war. Aber es war auch so, muss man ganz klar sagen. Also die Jungs waren schon auch waren hellwach und haben genau gewusst, das war jetzt nochmal richtig eng. Und wir hätten uns das da selber beinahe vermasselt, diese Leistung. Ja. Und ich glaube, das zeigt wirklich den Charakter der Mannschaft. Auch nach dem, nach dem Russland-Spiel war es dann wirklich auch so. Es war keiner da, der da irgendwo sofort das Handy rausgenommen hat oder auch andere Gedanken hatte. Nein, jeder war wirklich
war enttäuscht nach dem Russland-Spiel und so war es auch die Realität vor Augen nach dem Schweiz-Spiel. Also wir haben da ganz genau gewusst, klar, wir sind stolz auf unsere Leistung, aber da war was im Spiel, das durfte nicht sein. Und dann kommen wir ins Viertelfinale, spielen gegen die haushohen Favoriten aus Russland. Und es ist so verdammt knapp gewesen. 2-1 gewinnt Russland gegen Deutschland. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, kurz vor Schluss, Florian Elias fälscht die Scheibe ab im Slot, geht an die Latte. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und wir waren so, so, so knapp dran. Wie hast du dieses Spiel gesehen gegen die, gegen Russland? Ja, wir haben eben über weite Strecken sehr, sehr gut gespielt. Klar waren wir uns dessen auch bewusst, dass die Russen kommen mit Volldampf und dass wir, wenn wir so mehr oder weniger mit offenem Visier spielen, dass es da gefährlich werden könnte. Deswegen haben wir schon auch versucht, sehr, sehr gut defensiv zu spielen und unsere Chancen dann nach vorne, haben wir gewusst, die bekommen wir, aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk war auf der Defensive oder auf eine gute, stabile Defensive gelegt. Und wir hatten im zweiten Drittel auch schon ein paar Chancen, auch durch Timmy Stützle, auch der Florian Elias hat vom leeren Tor seitlich vorbeigeschoben. Es war ein Nachschuss und dann eben im dritten Drittel hat der JJ Perderka, glaube ich, war es, hat auch nochmal eine gute Chance gehabt. Und wie gesagt, eben die Szene, als der Florian Elias abgefälscht hat, einen Schuss vom JJ und der dann an die Latte gegangen ist. Da waren wir wirklich ganz, ganz knapp vor einer Riesensensation. Ja. Und dieses Spiel fand ich persönlich, hat auch wieder diesen ganzen Charakter gezeigt, dieser U20-Nationalmannschaft, eures Trainerteams, inklusive natürlich auch den Spielern, denn man hat keine Angst gehabt, man hat zwar diesen normalen Respekt gehabt, den man auch haben sollte gegen eine russische Mannschaft, aber man hat immer an sich geglaubt. Kam das für dich über das Turnier hinweg immer peu à peu mehr und mehr, dieses Selbstvertrauen? Oder fandest du, dass dieses Selbstvertrauen von Tag 1 schon zu spüren war in der Kabine? Ich glaube, das baut man dann mit der Zeit eben auf. Du musst dein Selbstvertrauen aufbauen und das haben wir eben getan. Und das muss ich dann auch immer bestätigen. Natürlich darf das nicht irgendwo in den Keller gehen. Diese Entwicklung und der Aufbau des Selbstvertrauens, das muss man sich eben von Spiel zu Spiel, von Wechsel zu Wechsel hart erarbeiten. Das haben die Jungs gemacht und der Glaube, der war wirklich bis zum Schluss da und die Jungs waren wahnsinnig enttäuscht, als sie dann eben so knapp ausgeschieden sind. Und die Stimmung in der Kabine, das war dann wirklich auch vielversprechend für die Zukunft, würde ich auch sagen, weil die Jungs wollen mehr, genauso auch wie die A-Mannschaft. Die wollen alle mehr, die sind hungrig nach Erfolg und so soll es auch sein. Und Tobi, eine sinnbildliche Aktion für uns Eishockey-Fans war sicherlich auch die Trikotaktion mit Jakub Borsecki, den ihr dann aufgehangen habt, der ja immer noch in Quarantäne bleiben musste. Was sagst du zum einen zu dieser Aktion und zum anderen generell über Jakub Borsecki? Der fliegt darüber, ist dabei, freut sich auf die WM und ist nicht einmal auf dem Eis bei dieser Weltmeisterschaft. Also wie bitter muss das denn für diesen jungen Mann gewesen sein? Ja, es war eine super Aktion von der Mannschaft. Also die Idee war auch von der Mannschaft eben da, oder ist gekommen aus der Mannschaft, dass wir da einen Jakob eben mit an die Bande holen. Und das ist ja ganz ganz ein guter Junge, hat einen super Charakter. Der hat auch in der Quarantänezeit wirklich hart trainiert und war natürlich immer mit in Gedanken bei uns, genauso wie die Mannschaft in Gedanken beim Jakob war. Man muss sich nur vorstellen, und das war, uns ist das dann wirklich nochmal richtig bewusst geworden. Ja, wir sind am 13. Dezember abends aus dem Bus ins Hotel rein, mussten sofort in die Quarantäne. Und am 4. Januar sind wir wieder in den Bus eingestiegen. Und er ist auch im Bus eingestiegen. Und er hat nichts anderes gesehen.
Man merkt, das ist sehr, sehr emotionaler Punkt auch bei dir. Wie ist denn die Mannschaft dann generell mit Jakub Porsecki umgegangen? Ja, also es war wirklich also sensationell. Das geht unter die Haut sowas, ja. Und es zeigt eben, dass die Mannschaft wirklich, ja, tut mir leid jetzt, aber es kommt es in heute. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist halt einfach. War harte Zeit. Wie seid ihr dann mit Jakub Porsecki verblieben, auch ihr als Team, Trainerteam? Denn was kann man da so einem jungen Kerl noch mitgeben? Ja, seine Zukunft eben, dass das nächste Turnier bestimmt kommt und dass er weiterhin so arbeiten soll und so fokussiert bleiben soll und sich eben jeden Tag verbessern muss. Ja. Und ja, ich habe ihm bloß gesagt, wenn er weiterhin so arbeitet, dann wird er bestimmt sich auch wieder in der Zukunft belohnen und dann wird auch seine Zeit noch kommen. Aber ich glaube einfach mal, dass man sieht es ja auch an den Emotionen bei dir. Das zeigt diesen wahren Teamcharakter dieser U20-Nationalmannschaft, den man von Tag 1 gespürt hat, auch wir hier in Deutschland, und der euch letztendlich auch so stark gemacht hat. Und das, glaube ich, das sagen Bilder manchmal alles mehr als 1000 Worte, sagen wir mal so. Tobi, kommen wir vielleicht nochmal, auch wenn es schwerfällt, ein bisschen zu dem Traum-Trio, das ihr bei euch in der Mannschaft hattet mit Stützle, Peterka, Elias. Ich persönlich kann mich an viele, viele U20-WMs erinnern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine deutsches Sturmtrio so aufgetrumpft hat wie bei dieser Weltmeisterschaft. Wie geil muss das für dich als Trainer gewesen sein, mit diesen drei individuellen, tollen Stürmern zusammenzuarbeiten? Ja, es war wirklich, jeden Tag war es eine Freude, weil die Jungs eben Gas gegeben haben. Und wie gesagt, wir haben am Anfang in Füssen, haben wir eigentlich noch eine andere Sturmformation gehabt, haben dann aber auch in Füssen schon umgestellt, weil eben dann, als wir ja, mehr gespielt haben und mehr so diese Blockübungen absolviert haben, der Timmy Stützle gesagt hat, ja, mit dem Bulli fällt es ihm schwer, mit seiner Handverletzung, und dann haben wir eben überlegt, und was können wir machen, und dann haben wir eben uns dazu entschieden, dass wir eben einen Mittelstürmer ihn reinstellen, und das war dann eben eine gute Entscheidung, dass der Florian Elias, der auch in der DNL das gewohnt war, die Position zu spielen, da als Mittelstürmer fungiert zwischen JJ Pederka und zwischen Timmy Stützle. Und ja, das hat sich dann wirklich so entwickelt, dass sie sich sehr gut untereinander verstanden haben. Und der Flo hat mehr oder weniger auch den beiden die Räume gebracht und hat so hart gearbeitet, dass die beiden ihre Stärke auch ins Spiel bringen konnten, und hat sich dann auch noch natürlich selber belohnt. Also unglaublich, wie die drei gespielt haben. Und ich weiß jetzt nicht genau, aber Vierter, Fünfter und Sechster in der Score-Verwertung, das sagt alles. Es war für mich wahrscheinlich die beste Reihe im ganzen WM-Turnier. Und Tim Stützle wurde noch dazu ins All-Star-Team bei dieser Weltmeisterschaft berufen. Der ist auch gleich weitergeflogen nach Ottawa, hat auch während der WM einen NHL-Vertrag bei den Ottawa Senators unterschrieben. Ich glaube, keiner kennt ihn so gut wie du, Tobi. Was macht denn einen Tim Stützle so gut aus? Also, neben seinen Stärken auf dem Eis ist er absoluter Leader und hat einen super Charakter. Also wirklich einen sehr seltenen Charakter als Leader. Ich würde sagen, dass er einfach ein Gewinner ist. Und das macht ihn aus. Er ist jeden Tag, kommt in die Halle und arbeitet sehr hart und reißt auch die anderen mit und geht mit einem positiven Beispiel, mit bestem Beispiel voran. Und er hat halt eben auch so einen Charakter, dass er die anderen mitziehen kann und das auch tut, nicht nur in dem, was er sagt, sondern in dem, wie er agiert und sich verhält. Und da ist keinerlei,
ja, das sind eigentlich kaum, oder ich würde sagen, das sind keine negativen Punkte, die man irgendwo rauspicken könnte. Er ist einzigartig und ja, ich würde jederzeit, wenn ich eine erfolgreiche Mannschaft aufbauen dürfte, würde ich ihn jederzeit als absolute Leaderfunktion und als Spielmacher, Leistungsträger hernehmen. Und persönliche Frage an dich. Meinst du, er wird dieses Jahr gleich den Sprung schaffen in die NHL, ins Team der Ottawa Senators? Also wenn er gesund bleibt, und das hoffe ich, bin ich fest davon überzeugt, dass ihm das gelingt. Am Ende gewinnt die USA, für mich dann dennoch ein bisschen überraschend mit 2-0 gegen den Gastgeber aus Kanada. Wie hast du dieses Finale gesehen? Ja, ich habe es mal live angeschaut. Also ich konnte auch nicht mehr schlafen durch das Jetlag. War da schon früher wach, habe das letzte Drittel auch noch Finnland gegen Russland angeschaut. Aber nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, die USA hat sich das wirklich verdient, hat das, den Weltmeistertitel errungen, waren die bessere Mannschaft in dem Spiel gegen die Kanadier, hatten auch eine sehr, sehr gute Sturmreihe mit Seagrass, Turcotte und Kaliev. Und ja, man hat gesehen, dass auch so eine Mannschaft wie ja, Kanada dann doch, die irgendwo ja leichter, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, durch das Turnier marschiert ist, ja, im Finale dann gestoppt wurde. Es war natürlich schon auch gut zu sehen, dass die Kanadier schlagbar sind. Tobi, es wurden ja die drei jeweils besten Spieler von jeder Nation gewählt. Bei euch war es Florian Pugl, Tim Stützle, Mario Zimmermann. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Sätze zu diesen, über Tim Stützle haben wir schon bereits gesprochen, aber über Pugl und Zimmermann vielleicht bitte was sagen? Ja, klar. Also beim Florian Pugl, der hat eben auch nach der Quarantänezeit, hat er noch eben ein paar Spiele absolviert. War sehr, sehr wichtig für uns, dass er dann auch eben ab der Slowakei eben im Tor stand, ab dem Slowakei-Spiel. Und ja, da hat man gesehen, dass er ja, der Mannschaft den nötigen Rückhalt und die Sicherheit gibt. Und das ist natürlich, ich meine, du weißt es auch, ganz, ganz wichtig für eine Mannschaft, wenn sie so ein ruhiges, sicheres Signal und Gefühl bekommt von einem Torwart, der da hinten drin steht und man weiß, der gibt da die Chance, das Spiel zu gewinnen. Ganz, ganz wichtig auch für die Zukunft. Der ist auch ein junger Jahrgang, der darf auch weiterhin in der nächsten Weltmeisterschaft spielen und war sehr wichtige Erfahrung für ihn. Bei Mario Zimmermann ist es so, dass er wirklich ein sehr, sehr solides Turnier gespielt hat, auch kaum irgendwo auffallende Schwächen gehabt hat. Und er hat fast in jedem Spiel hat er gute Szenen gehabt, hat auch dann den Siegtreffer erzielt gegen die Slowakei. Der Mario war spielerisch auch mit Scheibe immer irgendwo auffallender Spieler und hat von hinten raus gute Pässe gegeben, hat auch irgendwo offensiv natürlich dann auch seine Stärke ins Spiel gebracht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn irgendwo als Durchschnittsverteidiger gesehen, auch im Vorfeld, aber während der WM oder sagen wir mal so, er hat das Glück gehabt, dass er auch nicht so lange in der Quarantäne war. Er durfte ab 18. schon aufs Eis und hat da trainiert, war fleißig und das hat man wirklich gemerkt. Und er hat da seine Leistung gesteigert bis zum Schluss und hat es somit auch verdient, als bester Verteidiger gewählt zu werden. Und das war von uns Trainern auch eine einstimmige Entscheidung. Also Tobi, der Headcoach der U20-Nationalmannschaft, Tobi Abstreiter, ein fettes, fettes Dankeschön von uns allen. Ihr habt uns viel Freude bereitet. Es war ein mega geiles Turnier von euch und es bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke für diese geile Weltmeisterschaft.
Ja, der Danke kommt natürlich auch von meiner Seite. Sensationell, wie ihr uns übertragen habt und ja, die Spiele, die dann wirklich auch in der Nacht kamen, waren sensationell und man merkt auch, dass der Rückhalt aus der Heimat kam und ja, am Schluss dann das Spiel auch gegen Russland mit der Einschaltquote war, würde ich sagen, sensationell. Und ja, wir sind wirklich stolz, dass wir von euch übertragen wurden. Und ja, natürlich der beste Dank nochmal von unserer Seite. Und macht weiter so. Und ich hoffe dann, dass auch irgendwo wieder die nächste WM dann so übertragen wird. Vielen Dank nochmal. Danke, Tobias Abstreiter.